Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal sind wir Tyons Heldenmission angegangen, sind in einer vergessenen Kolonie, haben Nimuel wieder gesehen, also die Wiedergeborene. Tyon ist überglücklich und verwirrt zugleich. Weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Würde er jemals die Wahrheit sagen? Warum er ihren Namen kannte? All das erfahren wir heute wahrscheinlich. Auf jeden Fall gehen wir zu Nimue. Wir dürfen ihr folgen. Und ich pack mich aus dem Bild. Naja, folgen. Ich lauf ihr voraus, ne? Aber sowas ist ja normal. Vielleicht... Ich kann mich natürlich auch irren. Könnte es ja sein, dass wir Nimue vielleicht als den Helden kriegen. Ich halte es für möglich. Die Bäume hier sind auf jeden Fall wunderschön. Und das hier ist definitiv eine weitere Kolonie, die wir da nachfrage gestellt haben. Weil wenn wir hier schon Informationen bekommen... Sie leben hier in Ruhe und Frieden. Hallöchen. Always nice to see a new face. So much to see, huh? Hoffentlich nicht. I thank you, kind outsiders. Though, I'm afraid we will not be leaving this place. But why? There are troops on the way coming to kill you. You don't expect to just beg for your life. Chief! Since ages past, we have prospered in this land we call home. Even knowing war rages on constantly in the outside world. If that war is to reach our land, then I'm happy to accept our fate. Or, you could call it our punishment. Punishment? Outsiders, as thanks for assisting Nimue's team, we prepared chambers. However, that is only for tonight. Tomorrow, I would ask you to leave. We must follow the path which fate has set for us. Ich glaube, Tyon ist nicht damit einverstanden. Ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir einfach gehen werden. Okay, da oben ist nichts. Nee, wir mischen uns doch 100% ein. Is this place a crop growing colony? You barely ever see any of these in Kevez. Seems like a nice way to live. It's warm. They live in comfort. Yeah. How could they deserve punishment? What's this? I think this was from another me. Remember the battlefield at Kanna? I found it there. Back there? Is Nimue different from before? No, she hasn't changed. Same old Nimue. Well, maybe it's the same with me then. Wait, hang on.
Do you reckon the past me was more like her? In what way? Elegant, graceful, refined. No way. You'll be the same no matter how many times you're reborn. Oh no, sorry. I didn't... What I wanted to say was... I don't suppose we could change. But you know, some things are different sometimes. Huh. Cause this time round, we're all Ouroboros. Things will be different. We're with you, Tyon. Uni? I didn't expect encouragement from you. Well, you do make a good cuppa. Die haben es hier so friedlich, das will man eigentlich bewahren. Nö, Herr Silas. Ist auch gut, wenn man kaum Sorgen hat. Nö, Nimue. Da ist noch die letzte. At this rate, it's going to be up to us. Can we manage? There's plenty of them. No people, though. Maybe we can just let rip out here, then. I mean, I guess so, but... If we don't, this place is done for. Only one choice left to us. Right. What's that? This should be worth a look. Die haben es wirklich friedlich hier. Wir können das hier auch besprechen. I'm starving. Got anything I can eat? This reminds me. Wäre es doch nur überall so, ne? Das von Riku. Er hat nicht Unrecht. Das ist ein bisschen lang. Das klingt für sie super. Aber für Juli überhaupt nicht.
Für die Sportfanatiker klang das super, für alle anderen nicht. So, wenn dann schon mit sauberer Kleidung. Das ist die kaputte Flammenuhr, ne? Tyler? What's up? It's just this Phoronis. A flame clock. Oh man, and it even works. It's just a flicker, but still. Is it this colony's life force? No, I don't believe so. It's ancient, so it must be a malfunction or something. Remember, the people here aren't part of the flame clock system. You make a good point. I've got it! All of this, it's this thing's fault! Huh? What is? It was really bothering me. This place has been safe all this time. Why is Mobius just now taking notice? This is why. For whatever reason, this decrepit Phoronis has come back online. That's how they found out. Indeed. After all this time, it's bad luck for the people here. Tyan? Riku, do you know much about Phoronises? Silly question. Maintaining Colony 9 Phoronis was one of many jobs of Riku. Oh yeah, right. That sure kept you busy. That's perfect. Then could you take a look at this? What for? If it still happens to work, we just might save this place. No, no way. So what if we get it to work? This thing's fighting days are done. It won't have to fight. We're going to play a little trick. Trick? How is it? Friend was right. Phoronis can still move. Drive works barely, but Riku think it will run. Can you repair it? If we find several parts, then possible. How long do you need? Friend telling Riku to hurry? Well, mechanicists of Riku's talents can do this in 30 minutes. Can we get our hands on these parts in time? There are lots of Phoronis and Levnus wrecks sprinkled about here. Must be something Riku can use. Understood. Start making preparations for repairs. Let's split up and search for the parts we need. Sure. We'll handle it. Also darf ich jetzt erstmal Sachen sammeln. We need the three kinds of parts and an ether cylinder. We can confirm them by eye. Was fehlt noch? Würfelsplitter. Dafür muss ich hier suchen. Na gut, da kann ich mich ja ein bisschen porten. Oh, da vorne ist was zum Betudeln. Habe ich gar nicht gesehen. Na gut, dann schicken wir den mal auf den Heimweg, ne? Okay, ich muss drei Levnisse verkloppen. Von dort aus käme ich an die Kiste dann auch ran, ne? Kann ich alle drei zusammen verkloppen? Ja, kann ich. Na gut, dann machen wir die eben kurz fertig. So, alle drei RIP. Die Würfeldinger haben wir. Die Schlangen, die können wir in Ruhe lassen. Holen wir uns noch die Kiste da oben. Wie ihr schon hier sind. B
Wir sind friedfertig. Wir müssen uns nicht mit allem kloppen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Hängt das fies. Ach ja, richtig gemein auf der Klippe. Na gut, dann mache ich jetzt wieder einen Teleport zurück, ne? You're going to fight? Not quite. We're Tion, I want to fight too. No way. I'm not letting you get mixed up in all this. So you really are going to fight? Ah. You could get hurt. If someone dies, I couldn't take it. Sitting here pretending none of that is happening? I understand our chief's feelings. It's thanks to her that we've lived in peace this long. But there's a war going on in the outside world. There are many who don't want to see it, or wish it wasn't happening to them. Yet, you've come to us following your own path. And that is real. It's how the world really is. Nimue. Please. All right. I'll allow you to watch us while we're fighting. But under one condition. That is? When we first came here, it was like an awakening. There are still beautiful places like this in the world. We have to keep this place safe. That's what we're fighting for. Once you've seen how we do things, promise me that you'll protect this place. That fight belongs to you. My own fight? Yes. You have a deal, Tion. I'll watch all of you, how you fight. I'll burn it into here. Riku Dun, time to light fire. Brilliant, it worked. Was it meant to float away? Yes, it was. Huh? Riku, did you input the coordinates? Of course. Riku fed Faranus numbers just as directed. What's going on? We've made ourselves a lure. A lure? Now I get it. That thing's gonna lure in the Mobius and beat it up. They know about this place because of that thing's flame clock. As such, Mobius are probably watching out for that Faranus. So we'll make the Mobius think that the Faranus sense their approach, and then it's going to attack. Honestly, I would give it about 50-50. Let's hope this particular Mobius is a complete fool. Anyone remember P? And then, we can all swoop in and rinse this mudder. Gotta love a nice and simple plan. What happens after we beat them? Won't they end up coming back? As long as the Faranus is there? I haven't forgotten about that. I've got a little something in mind. Thank you, Tion. Between us, we'll make it work for sure. And keep the Sophronius safe.
Die Idee ist gut. Ich würde dem Ferronis danach auch einfach generell irgendwo anders absetzen, dass er einfach mitten in der Pampa steht. Das heißt, wenn die den dann nochmal entdecken sollten, dann einfach so sich denken, okay, hier steht einfach nur ein kaputter Ferronis. Es wäre eigentlich das Beste, dass der Ferronis dann nicht hierher zurückkommt. Na gut, Teleport, ne? Is it go time? Here we go. Great. This guy really is an idiot. While those Peronuses are busy fighting, we'll move in from behind. We'll hit them where it'll hurt them the most. A console. Got it. Well, let's go beat some sense into that dumb Mobius face. We'll take him down for sure. Ah! It's you lot! Wait, is this a trap? Sorry about that, mate. Turns out you had a bit of a brain fart. Nice one. Impossible! Could I really have been fooled by these peons? My mighty self? Ridiculous! Not a chance! This just isn't happening! This guy's in serious denial. Anyhow, looks like he's genuinely clueless about Nimue and the others. Promise us you'll turn around and go back the way you came, and we will let you go. Give a message to your masters, if you even have any. Tell them exactly how you fell into our trap. What? You think I'm some lonely errand boy? Stop your messages. I'm all about the streaming. And I will enjoy yours before the day is through. That's why I am Mobius. Why are they all so gross? I will never turn back. I will cut through. I will fill this valley with the echoes of your dying screams. Er ist ein kompletter Vollidiot. Möbius V. Komm, die mal fertig. Ich hoffe, Nimue hält sich aus dem Kampf raus. Die soll jetzt nicht verletzt werden. Und soll sie nicht nochmal sterben sehen. Komm, du willst mich. Er hat Gift auf uns alle gewirkt, das merke ich jetzt erst. Flieg! Dich verklopp ich. So, die Angriffskette ist rum. Du kriegst aufs Maul. Kranke Personen wie du werden hier nicht gebraucht, die einfach nur Schrei und Schmerzen toll finden von anderen. Werden's weg mit dem Dreckskerl. Ich lasse dich explodieren. Oder auch nicht. Ries.
Der hält auf jeden Fall was aus, der Junge. Aus. Hier, du willst mich angreifen. Können die ihn mal umwerfen? Kann ihm noch mal eine Angriffskette entgegenwerfen. Na gut, finish ich ihn auf. Wir sehen uns nach der Angriffskette wieder, ne? So, passend einfach zu im gesamten Verlauf hier beendet Tyrion jetzt hier die Kette. Der ist RIP. What's he saying sorry for, creep? Okay, now Riku. Understanding. Did you? Guys, take cover! Now that was an explosion. What the spark did you do? Friend want to know? Dunno. Will it take long? Explaining principles take half a day. Then I'll pass. Well, whatever the snap happened, it all went down a treat. If I was a Mobius, I'd at least try to check the situation before going all in. Seriously, what a total dingus. Anyway, we got the best possible outcome. Amazing. Tyrion, I saw everything. The way you fought. Do you spend every day battling like this? Gladly, yes. Huh? We need the people of your colony to protect this place. It's true, there are times when our fight takes a toll on us. But we carry on that fight because we have a mission. A mission. The foe we fought today, Mobius, who made this world the way it is, we have to take it back from them. We have to make a new world. One without fighting, where you won't have to hide away in fear. Tyrion. But sometimes we do need rest, to forget fighting for a time. This place could be our refuge. I understand. Then we'll protect this land, so that whenever you grow tired of your fight, you can return here to rest. Thank you. Our mission. Huh? If we manage to win, there's someone I want you to meet someday.
Ging doch alles gut aus. Alle haben Ring up. Haben hier eine weitere Kolonie entdeckt. Kolonie V hat hier die vergessene Kolonie angegriffen. Ich frage mich, wo die gesteckt hat. Stimmt, ist die Kolonie noch irgendwo? Wir können jetzt bei Tyon. Ich komme übrigens mal sofort ins Bild zurück. Jetzt bei der Synchronisation ja jetzt hier auch von der zweiten Seite hier das mit dem Seelenband holen. So, was packen wir denn da rein? Ist jetzt die Frage. Ich nehme mal den geteilten Segen. Ich meine, um irgendeine Fähigkeit zu holen, habe ich nicht genügend Punkte. Egal bei wem. Was wir noch eben kurz machen können, ist hier nochmal in die Kolonie eben kurz reingehen. Ich würde interessieren, halt mit Kolonie V. Wo die Kolonie eigentlich gammelt. Ich wandere jetzt jedenfalls einmal hier hoch. Vielleicht ist hier irgendwas noch los. Ist ja eine recht kleine Kolonie. Brauche ich nicht so lange mitten untersuchen. Guck mal, da ist eine Informationsquest. Jetzt, da diese Lebnis ja nicht mehr existiert, beziehungsweise der Verronnen ist, da haben sie auch keinerlei Grund, hier nochmal hinzukommen. Krummreis, lecker. Wir haben was getan, was sie nicht wollte, ne? Vielleicht sollte sie runter von ihrem Chefsessel. Wenn sie die ganze Zeit nur von Schicksal redet. Nö, Nimue. Klingt gut. Das können wir auch gleich noch besprechen. Ich bequatsche auch die Leute hier, weil es sind eh nicht sonderlich viele. Ja, Tyon zumindest. Und sollte denen eventuell wirklich sagen, hier mit Wiedergeburt und so weiter. Das mit dem Reis, das klingt nach einer weiteren Nebenquest. Nee, ist einfach nur besprechen. Als Köchin sollte sie ihn kennen. Oh, jetzt gibt's Kochunterricht von Manana. Bis die Arme schlapp sind wie Nudeln. Bei ihr Kochunterricht wäre, glaube ich, ein bisschen schwer.
Ich glaube, dann ist der platt. Ja gut, sonst ist hier nichts weiter, ne? Let's move out. Hier ist jetzt auch niemand, der mit mir sonst noch weiter reden will. Die vergessene Kolonie ist halt eine Kolonie, die einfach da ist. Ich könnte hier mal gucken, vielleicht ist sie ja hier unter den Karteikarten. Einfach mal eben kurz so ganz schnell mal durchgehen. Nee, ist nicht da drunter. Ja gut, Leute, ne? Beim nächsten Mal zurück zur Kolonie Lambda. Dann gehen wir da die Nebenquesten an. Haben wir jetzt eine weitere Heldenmission abgeschlossen. Auch wenn es über zwei Parts war, aber wenn ich mir die Folgenlänge von der jetzigen und der vorigen anschaue, war das, glaube ich, eine richtige Entscheidung, weil sonst hätten wir einen 1,5-Stunden-Part gehabt. Also, ich kann das sagen, was ich vor zwei Folgen gesagt habe, ne? Es gibt Questen, die gehen echt schnell. Die sind innerhalb von 5 bis 10 Minuten fertig, weil das einfach nur Sammelquesten beispielsweise sind. Und dann gibt es solche Questen wie diese Heldenmissionen hier, die locker mal eine Stunde gehen. Deswegen, nicht wundern, dass in den einen Folgen vielleicht nur eine Quest drin ist. Oder wie bei dem Quest hier, sogar das über zwei Folgen verteilt ist. Und dann bei anderen wiederum 5 Questen drin sind. Da dürft ihr euch nicht wundern, Leute. Das hängt halt alles davon ab, wie schnell kriege ich diese Questen fertig. Weil ich versuche nämlich zu vermeiden, dass ich hier 1-Stunden-Parts habe. Das will ich euch nicht antun. Ich gib da mir wirklich mein Bestes. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Video. Wenn ja, ihr kennt ja, was ihr zu tun habt. Wenn ja, ein Abo da lassen, ein Like da lassen, vielleicht auch einen Kommentar. Das hilft mir alles sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.